Gut, das, was jetzt dieses Jahr neu dazukommt, ist, dass wir nicht nur auf der linken Seite beziehungsweise auf der rechten Seite ein x haben, also eine Variable haben, sondern dass wir auf beiden Seiten eine Variable haben. Wir gehen zunächst genauso vor wie vorhin. Ja, wir stellen uns das erstmal als Waage vor. Also das Ganze ist in einem Gleichgewicht. Da steht das Ist-Gleichzeichen, also muss das auf beiden Seiten gleich viel sein. 3x auf der linken und 1 auf der linken und 1x und 7 Einser auf der rechten. Ja, das stellt ungefähr diese Gleichung dar. Als erstes versuchen wir jetzt erstmal diese 1 von den 3x wegzukriegen. Also wir schicken per Äquivalenzumformung die minus 1 rüber. Immer das Gegenteil von dem, was dran steht. Und am Anfang ja immer Plus und Minus. Damit das sich die ganze Zeit die Waage hält und das Gleichheitszeichen bewahrt bleibt, muss ich das auf beiden Seiten machen, ja? Also, ich muss hier eine 1 wegnehmen und auf der rechten Seite eine 1 wegnehmen. Am Waagemodell heißt es, wenn ich hier eine 1 wegnehme, muss ich auch hier eine 1 wegnehmen. Wenn ich nur hier eine 1 wegnehme, wird es da drüben schwerer, ist es nicht mehr gleich und schnallt nach oben. Für das Gleichheitszeichen brauche ich aber ein ausgeglichenes. So, und als nächstes sehen wir jetzt, dass hier etwas mit x steht und hier etwas mit x steht. Und das ist jetzt die Besonderheit. Wir müssen jetzt versuchen, alle Glieder mit x auf die eine Seite und alle Glieder ohne x auf die andere Seite. Die 6, das ist ein etwas ohne x, ja? Das ist also hier und das ist auch das Einzige, wo kein x dabei steht. Das heißt, wir müssen jetzt dieses mit x noch nach drüben kriegen. Wie bekomme ich dieses x mit nach drüben? Indem ich auf beiden Seiten minus x rechne. Also ich nehme hier ein x weg und nehme hier ein x weg. Heißt, wir haben 2x gleich 6. Oder am Waagemodell hier ein x weggenommen und hier ein x weggenommen. Jetzt steht 2x ist gleich 6 dran und jetzt erst kommt die Äquivalenzumformung mal geteilt. In dem Fall geteilt durch 2. Wir versuchen die 2 hier vorne wegzubekommen, müssen das auf beiden Seiten machen und ich erhalte x gleich 3. Das ist die Äquivalenzumformung, die wir jetzt haben, wenn es auf beiden Seiten eine Variable hat. Dann müssen wir hier mit plus minus zweimal operieren. Ja? Und immer daran denken, das, was ich auf der einen Seite mache, auch auf der anderen Seite machen. Ganz wichtig, dass das Waagemodell eingehalten wird. Das ist häufig der größte Fehler, den man dabei machen kann. Am Schluss schaut dann das Waagemodell so aus.